Herzlich willkommen zu Unzensiert hier beim Filmfest Hamburg. Das ist unsere politische Gesprächsreihe mit der freundlichen Unterstützung von der Zeit-Stiftung. Ich freue mich ganz besonders, denn heute ist der preisgekrönte Filmemacher Marcel Gisler bei mir zu Gast. Hallo Herr Gisler, wie schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ihr Film Mario widmet sich einem Tabuthema, und zwar schwule Fußballer. Sie erzählen die Liebesgeschichte von zwei angehenden Profifußballern, und zwar dem Schweizer Mario und seinem Konkurrenten Leon, einem Stürmer, der aus Hannover in die Schweiz kommt und in seinem Verein anfängt. Mich hat es selbst ein bisschen überrascht. Es gibt erst wenige Arbeiten, die sich diesem Thema angenommen haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind Sie tatsächlich der erste Regisseur, der sich der homosexuellen Liebe im Profifußball widmet. Warum Sie? Warum jetzt? Also so ist es nicht ganz. Es gibt Filme darüber, aber es gibt keinen Langspielfilm, der das Thema authentisch oder realistisch behandelt. Es gibt eine Komödie aus dem Jahr 2004 von Jerry Hormann. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, da geht es darum, dass ein schwuler Torwart wird, glaube ich, rausgeschmissen aus der Heteromannschaft und der formt dann eine schwule Mannschaft und die treten dann gegeneinander an. Und es gibt einen englischen Film, The Pass, das, glaube ich, nach einem Bühnenstück spielt, nur in einem Hotelzimmer, wo sich auch zwei, also ein, glaube ich, Champions League oder Nationalspieler oder Sie haben ja diese entwickelnde Profi neue Liebe, das ist schon was sehr Besonderes. Naja gut, es war mein Co-Autor Thomas Hess, der zu mir gekommen ist mit der Idee vor 8 Jahren und gesagt hat, darüber sollte man was machen. Ich war damals überzeugt davon, das Thema liegt so dermaßen auf der Hand, es muss ja Filme darüber bereits geben. Und wir haben dann eine kleine Recherche gemacht und genau das rausgefunden. Nein, es gibt noch keinen Spielfilm oder es wurde bisher, hat es niemand geschafft, so einen Spielfilm zu finanzieren. Ja, und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Wir haben dann in Deutschland, wir wollten eigentlich die Geschichte in Deutschland ansiedeln, weil hier Profifußball, das ist eine richtige Fußballnation, ja, Deutschland, Schweiz auch, aber ist alles ein bisschen runtergekocht. Die sind auch gut inzwischen, aber gut, wir wollten das in Deutschland machen und haben auch einen Produzenten gesucht. Die haben uns dann gesagt, vergesst es, weil da sind schon 2, 3 Projekte unterwegs, das sind Drehbücher, die werden geschrieben zum Thema. Und dann haben wir uns entschieden, ja gut, da gehen wir in die Schweiz, da sind wir dann die Einzigen. Und wir waren dann auch tatsächlich die Ersten, die den Film finanziert gekriegt haben. Also von den anderen Projekten in Deutschland habe ich nichts mehr gehört. Ja, ich auch nicht. Ja, also das ist tatsächlich der erste Langspielfilm, der das Thema versucht auf eine realistische Art und Weise. Was wäre, wenn tatsächlich zwei Profifußballer sich ineinander verlieben, wenn da Gerüchte auftauchen, wie würde ein Club reagieren, wie reagiert das Umfeld, die Manager, die Spielerberater und wie würde damit umgegangen? Und ja, um das zu erzählen, habe ich ziemlich lange recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen. Ja, Sie waren ja sogar in einem Schweizer Club dann lange vor Ort, oder? Ja, ja, genau. Also wir hatten das Glück, dann auch reale Clubs gewinnen zu können für das Projekt. Also einerseits in der Schweiz den Berner BSC IB Young Boys, was ja gut passt zum Thema. Die sind im Moment Tabellenführer, ja, haben letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Gutes Karma, weil sie uns unterstützt haben. Die haben 30 Jahre darauf gewartet, weil vorher war Basel immer der Gewinner. Also die hat immer den Cup gewonnen. Und letztes Jahr zum ersten Mal der BSC IB. Und dann haben wir gedacht, weil der dritte Akt spielt in Deutschland, ja, der, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber einer hier schafft in Hamburg, diesen Karrieresprung. Ja, spielt hier in Hamburg beim FC St. Pauli. Gut, wir haben natürlich gedacht, FC St. Pauli ist eh Vorreiter und Engagement für Diversität und gegen Homophobie und haben da mal angeklopft und wir haben dann auch sofort die Unterstützung bekommen. Also die wollten da mitmachen. Also haben wir diese beiden Clubs. Also die Geschichte ist so real verankert. Was wir nicht kriegen konnten, waren die richtigen Spieler, ja? Weil die waren alle in ihren Meisterschaften beschäftigt und konnten jetzt nicht bei mir 10 Tage lang vor der Kamera. Mich würde aber schon interessieren, also Ihre Recherche real in diesem Schweizer Club, was haben Sie denn da erlebt, was Sie dieser Welt näher gebracht hat, wo eben dieses große Tabu der Homosexualität ja noch vorherrscht?
Na gut, die Recherche beim Club in Bern, da ging es mir vor allem darum, weil ich nicht so ein Kenner bin des Fußballmilieus, ich bin auch kein großer Fußballfan, muss ich mich hier outen, noch dazu. Ich wollte aber natürlich das Milieu so realistisch wie möglich beschreiben. Also diese Recherche, da wo ich dann eine Woche oder 10 Tage mit der U21 unterwegs war und in die Kabine gehen konnte, bei Gesprächen über Spieler anwesend sein durfte, die haben mir wirklich die Tür geöffnet, die diente vor allem dazu, dass ich so das Milieu hinter den Kulissen realistisch beschreiben kann. Was das Thema eigentlich angeht, da habe ich mit Managern gesprochen, mit einzelnen Spielern, auch da bei der U21 habe ich dann Fragebogen verteilt. Was kam da raus? Wie wäre das für Sie, wenn da jetzt im Team Schwuler Spieler wäre? Naja, die, sagen wir mal so, die Leute, die hier sozialisiert waren, Schweizer, die haben versucht, tolerant sich zu geben, hatten dann aber schon, das sind sehr junge Leute, darf man nicht vergessen, vielleicht gerade so selber in der Suche der eigenen Sexualität da noch nicht sehr gefestigt, die hatten dann schon das Problem, was wäre in der Dusche, weil es sind auch oft junge Leute, die nicht bewusst irgendeinen Schwulen bisher kennengelernt haben. Ja. Und da herrscht dann die Angst, dass man gemeinsam duscht, oder? Ja, ja, das ist leider so eine seltsame Idee, dass das dann ein Problem wäre, mit dem Schwulen in der Dusche zu stehen. Also würde der jeden anderen Mann gleich anfallen, ja, nur weil er schwul ist. Aber das sind so stereotype Vorurteile Schwulen gegenüber, die leider gerade im Profifußball immer noch weit verbreitet sind. Das muss man leider sagen. Mit was für vielleicht auch stereotypen Männlichkeitsbildern hatten Sie sonst noch zu tun, die sicher auch zu diesem Tabu beitragen? Naja, ich habe ja wie gesagt mit verschiedenen Leuten gesprochen, zum Beispiel mit einem Manager, sage ich jetzt nicht wer genau und wo, der war zum Beispiel überzeugt, dass ein Schwuler gar nicht Profi werden kann, weil er diesen Doppeldruck nicht aushalten würde, weil Profifußballer zu sein bedeutet, einen unheimlichen Leistungsdruck Tag für Tag zu ertragen. Also es sind so viele Erwartungen auf diese jungen Männer gerichtet, von einem Umfeld, von den Beratern, von den Familien, vom Club. Und der meinte, wenn dann jemand schwul ist und sich auch noch permanent verstecken muss, also da noch mal so ein Doppelleben führen. Ja, genau, so ein Doppelleben führen, der würde wahrscheinlich früher dann irgendwann sagen, mir reicht's, ich halte es nicht aus und ich suche mir jetzt einen anderen Beruf. Der meinte das ganz ehrlich, das war noch vor dem Outing von Hitzlsperger 2014 und ich habe dann aber gedacht, da steckt natürlich auch eine gewisse Portion Ignoranz mit drin. Also viele Leute im Profifußball, die gehen gar nicht davon aus, dass dann Schwuler in der Mannschaft sein könnte, weil die wirklich überzeugt sind, das gibt's, das kann es gar nicht geben. Zum Beispiel, das wäre einer der Gründe. Das ist ja auch das berühmte Mario Basler-Zitat, ne? Es gibt keinen Schwulen. Genau. Fußballer, haben Sie deswegen den Titel auch oder den Namen gewählt, Mario? Nee, das war reiner Zufall. Ich habe dann das YouTube-Video erst später gesehen, ja, von Mario Basler, seine Aussage. Aber ich habe auch andere Aussagen gehört. Also ein Trainer, der hat gesagt, wie schwuler Fußballspieler in meiner Mannschaft brauche ich richtige Männer. Also das zeigt so ein bisschen diese seltsamen... Das ist ja eigentlich echt verrückt. Man geht gar nicht so davon aus, dass es... tatsächlich noch so ein Riesenthema ist und auch eins, was so eine immense Auswirkung auf Spieler haben muss. Das zeigen Sie in Ihrem Film durchaus eindrücklich, auch welcher Zerrissenheit dann tatsächlich jemand ausgesetzt sein kann, der eben dieses Doppelleben führen muss. Mhm. Nun ist es ja so, dass auch nicht so viele Schauspieler geoutet sind. Wie schwer war es denn, die beiden Hauptdarsteller für die Rollen zu gewinnen? Das war kein Problem. Ich hatte tatsächlich 1-2 Absagen auch, also von Leuten, wo ich dachte, die frage ich mal an. Aber die meisten Schauspieler heute, die haben da keine Berührungsängste mehr, seit sie gesehen haben, dass man mit Brokeback Mountain, dass das durchaus auch eine Karriereleiter sein kann, wenn man sich der Herausforderung stellt, einen schwulen Charakter darzustellen. Nee, das war nicht so das Problem. Die sind vor allem auch sehr idealistisch eingestellt und finden es ein wichtiges Thema und haben sich wirklich in die Rollen reingestürzt und hoffen auch, dass der Film was ändern könnte. Ich bin da ein bisschen skeptischer eingestellt. Dazu würde ich gleich gerne noch mal kommen, weil ich habe nämlich tatsächlich ein ganz süßes Zitat gelesen von dem Aaron, der den Leon spielt in ihrem Film.
also den Deutschen, der in die Schweiz kommt und sich dann in den Mario verliebt, der gesagt hat, dass für die beiden, die kannten sich ja auch noch nicht wirklich gut und die hatten dann diese Liebesszene gemeinsam, sie saßen im Raum nebenan, haben von da nur irgendwie Action gerufen, dann haben die beiden angefangen zu knutschen und waren dann irgendwann so vertieft, dass sie gar nicht gehört haben, wie sie immer wieder Cut gebrüllt hätten. Ja, kann ich mich gar nicht so erinnern daran, muss wohl so gewesen sein. Vielleicht waren sie da irgendwie, ja, wollten sie das nicht hören, keine Ahnung. Ich fand es jedenfalls ganz herzig und das ist auch was tatsächlich ich als sehr schön empfunden habe in ihrem Film, nämlich die Intensität auch dieser Liebesszene, vor allem nachdem eine lange Zeit der Film erschreckend unerotisch ist. Man denkt ja vielleicht so ein bisschen so, oh, jetzt hier homosexuelle Liebe und Fußball und jetzt wird das irgendwie schön ausgeleuchtet oder so, aber es ist ja dann doch, es hat irgendwie viel Umkleiden, Atmosphäre. So ist das gewollt von Ihnen? Na, ich erinnere an Hitchcock, die Vögel. Die Vögel kommen auch ewig nicht. Nein, ich wollte das Umfeld wirklich sehr präzise zeichnen, bevor man da zur Geschichte übergeht. Ich weiß, nach heutigen dramaturgischen Anforderungen kommen wir ein bisschen zu spät mit der ersten Liebesszene. Also die sollte in Minute 28 passieren. Das ist bei uns nicht so. Ich glaube, es ist Minute 35. Ja, ja, es gibt genaue Drehbuchregeln heute, aber da schere ich mich drum, also ist mir wurscht. Nee, mir war es wichtig, wirklich deinen ersten Akt, dieses Umfeld auzubreiten. Also der Vater ist ja auch eine sehr wichtige Figur, die Familie, eine ganz mittelständische Familie in der Schweiz, also jetzt nicht das prekäre Milieu, wo man dann die ganzen finanziellen Hoffnungen auch noch auf den Sohn setzt, sondern der Vater hat selber Fußball gespielt, aber hat er nicht das Talent bis zur Profikarriere und setzt nun halt seine ganze Hoffnung in diesen Jungen. Also das war mir wichtig und mir war auch wichtig zu zeigen, wo steht dieser junge Mensch sexuell. Also das ist jemand, der Sexualität eher so beiseite drängt. Sein Fokus ist Fußball und er wird so ein bisschen wach geküsst natürlich. Da. Also der ist nicht jemand, der seine eigene Sexualität selber aktiv erforscht. Alles, was ich so aus den Recherchen gelernt habe, also viele dieser jungen Leute sind wirklich, die haben ein Ziel und alles andere, das soziale Leben oder Ausgehen, das kommt halt in einer solchen Jugend, das ist alles immer zweitrangig, weil es braucht eine unheimliche Disziplin und einen unheimlichen Fokus, ja, um da hinzukommen, wenn man Profi werden will. Das ist ja auch sehr angenehm, dass Sie da nicht in solche Klischees verfallen, ne, sondern wirklich auch im Prinzip ja die Sozialisation von einfach einem jungen Fußballspieler zeigen, völlig unabhängig von seiner Sexualität, sondern jemand, der eben aufwächst mit einem Verein und mit dieser Liebe zu dem Spiel, was gar nichts damit zu tun hat, in wen er sich dann privat verliebt. Genau, es gibt noch die beste Freundin, die wollte ich ja auch noch einführen. Und die spielt dann später mal seine Spielerfrau. Jetzt erzählen wir immer mehr über den Film. Also das ist auch eine Realität, die ich bei der Recherche angetroffen habe. Es gibt also tatsächlich Agenturen, die vermitteln Spielerfrauen an junge Fußballer. Also nicht nur an Schwule, das ist das Interessante, sondern auch an Heterosexuelle, die zu lange Single sind. Und das ist dann ja auch richtig so ein Tipp gewesen, ne, von dem Fußballberater. Sie hier nicht negativ auffallen, suchen Sie sich doch mal eine junge Frau an Ihrer Seite, dann haben Sie Ruhe. Das ist tatsächlich die Realität. Ich wollte das erzählen, wollte aber gleichzeitig diese Menschen nicht denunzieren, weil das ist natürlich ein bisschen hässlicher als bei mir im Film dargestellt. Das sind wirklich Agenturen, das sind irgendwelche Frauen, die sagen sich, oh wow, 60.000 Euro im Jahr. Nur einfach, um da zu sein. Ist 60.000 eine reale Summe? Ja, habe ich jetzt auch erfahren inzwischen. Also komischerweise, die Recherche geht ja weiter. Ich kriege jetzt viele Feedbacks aus dem Profimilieu, die mir Sachen erzählen. Also in deinem Film, das stimmt, da hast du noch nicht genau Bescheid gewusst. Ja, ja, das ist eine reale Summe, also das ist dann die Gage. Und man, es gibt ja fürs Nichtstun, sich ein bisschen zeigen, nicht so viele Jobs, ja. Aber ich finde das alles nicht so sympathisch und darum habe ich das ein bisschen so erzählt, dass die das aus Freundschaft macht. Ja? Das ist seine Jugendfreundin, die geht dann mit nach Hamburg und die beiden geraten da in etwas hinein, was sie gar nicht selber überblicken, was für Dimensionen das annimmt dann. Also mit der Öffentlichkeitsarbeit plötzlich muss sie dann die Freundin spielen. Also ich wollte die Figur nicht denunzieren, sondern trotzdem sie emotional verstehen können. Ja, auch wie dieses Doppelleben quasi auf beide Leben dann
dann übergreift. Interessant ist aber ja auch, dass es in Ihrem Film nicht nur so ist, dass irgendwie die Fußballspieler an sich nicht über ihre Liebe sprechen können, sondern auch, dass es so ein, auch dass diese Homophobie, die entsteht, eigentlich ja totgeschwiegen wird. Darüber spricht ja niemand. Nee, aber wir sind ja auch in einer Zeit, wo das halt politisch auch nicht mehr korrekt ist. Also das Interessante ist ja heute, die Homophobie muss ich auch verstecken oder einen Mantel drüber legen, obwohl jetzt gibt es wieder Tendenzen, wo all diese unkorrekten Dinge wieder lauter ausgesprochen werden. Aber eigentlich sind wir in einer Zeit, und das sieht man ja auch bei den meisten Clubs, die meisten Clubs, das war interessant zum Beispiel bei den Premieren in der Schweiz, also in den Städten Zürich, Bern, überall, wo wir waren, in Basel, da kamen die, wir haben die CEOs eingeladen von den Clubs da und für Podiumsgespräche und die waren da und die sehen überhaupt kein Problem. Die sagen, wir leben im Jahr 2018, wir würden einen schwulen Spieler unterstützen, natürlich würden wir das tun. Die Frage ist nur, warum passiert es dann nicht? Also die behaupten, es gibt kein Problem mehr im Profifußball, aber das stimmt so, es stimmt so einfach nicht. Das Problem ist da, es ist ein Tabu, es traut sich keiner zu outen. Und also meine Analyse ist so, das hat mit ökonomischen Fragen zu tun. Inwiefern? Der Fußball setzt heute so gigantische Summen um und ist ein globales Produkt und die Summen sind so groß, dass uns sehr schwindelig wird, ja, wenn wir davon lesen, was Fußball umsetzt an Geld. Und eine sehr wichtige Inspiration für mich war Conny Littmann, der ehemalige Clubpräsident hier vom FC St. Pauli. Er spricht ja immer sehr, sehr offen über das Thema, nimmt sich da kein Blatt vor den Mund und er zum Beispiel selber hat in einem Interview gesagt, vor etwa 6 Jahren, das war schon nach seiner Zeit als Clubpräsident, hat trotzdem gesagt, er würde keinem schwulen Spieler raten, sich zu outen, weil der gefährdet einfach seinen Marktwert. Gut, wenn er immer bei St. Pauli bleiben will, St. Pauli ist einer der wenigen Clubs wahrscheinlich, wo ein schwuler Spieler jede Unterstützung hat, hat ja auch der Linen vor 2 Jahren gesagt, bei uns wäre ein schwuler Spieler ein Star, der hätte Kultstatus. Ich denke, bei St. Pauli hätte ein schwuler Spieler wirklich jede Unterstützung von der Geschäftsleitung, von den Fans, von den Teamkollegen. Nur ein Fußballer, ein Profifußballer, der ist ungefähr 16 Jahre aktiv, der versucht dann seinen Marktwert zu steigern. Er muss auch gucken, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt, weil ab 32 kann er nicht mehr Fußball spielen. Er wird also versuchen, in einen anderen Club zu gehen. Und wenn er sich outet, ist natürlich die Auswahl an Clubs, die noch kaufen wollen, wird sinken. Das ist so. Vor allem, wenn er ins Ausland gehen will, vielleicht in ein Land, wo die Gesellschaft und auch die Politik weniger tolerant gegenüber Schwulen ist. Oder auch hier in Deutschland oder in Europa gibt es viele Clubs, die wahrscheinlich keinen schwulen Spieler kaufen würden. Weil die haben auch Angst zum Teil, wie würde er sich in die Mannschaft integrieren? Wir haben einige Spieler aus Ländern, wo man weniger tolerant ist. Würde das im Teamzusammenhalt vielleicht Probleme bringen? Ja, oder so. Das sind dann die Argumente. Also das ist wirklich ein ökonomisches Problem. Und ich war zum Beispiel vor 3-4 Monaten, als ich der Film hatte seine Premiere im Januar in der Schweiz. Ich war in England und in Frankreich mit dem Film. Ich war da noch ein bisschen optimistischer, was zum Beispiel die Sponsoren angeht, weil ich habe mir, meine Überlegung war, ein Sponsor wird sich ja überlegen, weil das sind Leute aus der Wirtschaft, die sind profitorientiert und die werden sich überlegen, wenn ich jetzt einen schwulen Spieler plötzlich nicht mehr unterstütze, oh Gott, wer trinkt dann mein Bier noch? Ja, das gibt es vielleicht einen Shitstorm und da mache ich einen größeren Verlust, also würde ich vielleicht so einem schwulen Spieler stehen und den unterstützen. Das war so meine Überlegung. Nun habe ich aber gehört, so ein Großsponsor, der zum Beispiel sein Produkt in China verkaufen will, der wird sich wahrscheinlich, der wird vorsichtig sein oder sich zurückhalten, im Westen aktiv einen schwulen Spieler zu unterstützen, weil er will sein Produkt ja in einem Land verkaufen, wo Homosexualität von der Gesellschaft immer noch so mit einem Tabu belegt ist. Dazu kommt noch, dass die WM ja dann auch immer wieder in Ländern stattfindet, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie jetzt Homosexualität total unterstützen. Jetzt zuletzt Russland. Russland, das nächste wird Katar sein. Da ist es ja immer sogar strafbar. Da steht Homosexualität. Ja, also unter Strafe, also 5 Jahre Knast oder 90 Stockhiebe.
je nach Schwere der Tat. Also da sieht man natürlich auch, dass das Thema bei der FIFA zumindest nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht, sondern dass es da mehr ums Geschäft auch geht. Trotzdem hat mich aber auch erschreckt, wie es tatsächlich schon im Mikrokosmos anfängt. Also die Szenen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Szenen, die Sie aus der Umkleidekabine zeigen, also quasi mit der Kernmannschaft, also auch mit den Spielern, die ja vorher mit ihren Hauptspielern quasi befreundet waren, die sich schon gut kennen, die lange zusammen spielen, als die das dann plötzlich entdecken, was da losgeht, fand ich schon heftig. Sie haben, glaube ich, das Drehbuch vorab dem Markus Urban gezeigt. Das ist einer der ersten Spieler, der sich geoutet hat hier in Deutschland, noch vor der Profikarriere allerdings. Der hat gesagt, das war noch zu soft, wie Sie das gezeigt haben. Ja, also die Sprache in der Kabine ist natürlich viel, viel härter. Aber ich weiß nicht, ob ich dann in der Film wäre, dann wahrscheinlich ab 18. Also die Sprache ist sehr, sehr vulgär und sehr hart scheinbar. Ich habe selber nicht erlebt, als ich in der Kabine war, weil da haben sie sich ja zusammengerissen und natürlich habe ich nicht den wirklichen Alltag erlebt. Also das hat er mir gesagt, Markus Urban. Und was natürlich auch passiert, ganz allgemein gesehen, Minderheiten werden ja immer für eigene, oft politisch benutzt, wie in Russland. Ich glaube nicht, dass die Regierung da besonders homophob ist, sondern das sind Zugeständnisse an die Kirche, zum Beispiel an die Orthodoxe, aber das wird halt auf dem Buckel von Minderheiten dann ausgetragen. Und das wollte ich eigentlich zeigen, da bei diesen Kabinenszenen, diese Geschichte spielt ja in der U21. U21 bedeutet, das ist das Jahr, bevor sich entscheidet, ob jemand diesen Sprung zum Profi schafft. Der Konkurrenzdruck ist da wahnsinnig groß. Und das sind 20 Spieler in so einer U21 und vielleicht einer oder zwei schafft es, ja, und natürlich in jetzt unserer dramaturgischen Konstruktion ist Mario die Hauptfigur, einer der Top-Spieler, der wahrscheinlich diesen Vertrag bekommen wird. Da ist natürlich dann viel Neid und Konkurrenz. Und sobald da eine Schwäche gespürt wird beim anderen, die man ausnützen könnte, dann wird das benutzt, um ihn psychologisch zu destabilisieren. Das versuchen diese Konkurrenten dort für den eigenen Vorteil. Sie rechnen sich dann vielleicht bessere Chancen aus für ihre Profikarriere, wenn sie... Also das kommt oft vor im Fußball, das wissen wir auch. Es geht ja nicht nur um den Sport, sondern auch um die psychologische Kriegsführung. Also was zum Beispiel mit Zidane da in seinem Abschlussspiel passiert ist, wir wissen ja immer noch nicht, was der andere ihm da ins Ohr geflüstert hat, dass der so ausgetickt ist. Aber das wäre ein Beispiel dafür, wie eben auf psychologischer Ebene auch Fußball gespielt wird. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie jetzt öfter nachdem Sie den Film gezeigt haben, schon angesprochen wurden, eben von Beratern, von Vereinen, ne, da hast du was richtig gemacht, da ist es eher noch wilder. Haben Sie denn auch von Fußballspielern Rückmeldung bekommen, die vielleicht sagen so, oh Mann, bis jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, ich ändere jetzt mal mein Verhalten, oder ist das... Also ich muss leider sagen, dass die Spieler sich sehr zurückhaltend sind mit dem Besuch dieses Filmes, soweit ich das mitgekriegt habe bei Vorführungen oder Premieren. Es sind oft Funktionäre da gewesen, aber selten Spieler. Und deswegen freue ich mich so wahnsinnig auf morgen, wo St. Pauli mit großer Delegation kommt. Die Mannschaft kommt auch und das freut mich ganz, ganz besonders. Also da zeigt man, dass St. Pauli ein Club ist, der das ernst meint mit Flagge zeigen bei dem Thema. Ich habe über mehrere Ecken so ein bisschen jetzt Feedbacks gekriegt, dass zum Beispiel schwule Spieler sich sehr wiedererkennen in dem Film. Aber die werden natürlich jetzt nicht bei mir persönlich anrufen, weil diese Namen oder diese Geheimnisse werden gehütet. Das ist eines der größten oder der bestgehüteten Geheimnisse im Profifußball. Aber das hat mich sehr gefreut, dass da ein Wiedererkennungseffekt stattgefunden hat und der Film auch dort angekommen ist, wo ich hoffte, dass er gesehen wird. Ja. Trotzdem haben Sie ja vorhin auch schon angemerkt, so, naja, ob der jetzt wirklich so viel ausmacht, weiß ich auch nicht. Was wäre es denn, was Sie sich wünschen würden, welchen Unterschied dann Ihr Film Mario macht? Also ich persönlich glaube, das ist einfach ein weiterer Beitrag, um die Diskussion wachzuhalten, das Bewusstsein ein bisschen zu vertiefen wieder, dass dieses Problem existiert, dass wir in einer Welt leben, die so scheinbar so aufgeklärt, tolerant ist, dass es aber parallel Welten gibt, wo halt die Regeln ganz anders sind.
Und ja, es wäre schön, wenn das ein weiterer Schritt ist, um das Bewusstsein und in Richtung einer Sensibilisierung, dass er da beitragen könnte. Was interessant ist, dass ich habe gehört, dass in England ernsthaft ein Gruppenouting so im Gespräch ist, mehrere schwule Spieler, auch unterstützt von Trainern und Offiziellen, wollen rauskommen miteinander, weil der Druck auch der mediale Druck auf eine einzelne Person wäre wahrscheinlich so riesig, dass der irgendwie nicht mehr spielen kann oder wäre nur noch beschäftigt mit Interviews und dem Etikett erster geouteter schwuler Spieler. Aber werden wir mal sehen, was dort passiert. Dann habe ich wieder gehört, das versandet wieder, weil jetzt die neue Clubleitung, vor allem wenn das Ausländer sind, die Clubs kaufen, die sind daran nicht sehr interessiert. Aber da scheint sich etwas zu tun. Also ich kann da nur die Daumen drücken. Das wäre vielleicht auch meine Idee für Deutschland. Aber was ich gehört habe, die schwulen Spieler kennen sich eben auch nicht untereinander. Das ist ja nicht so, dass man damit hausieren geht. Also viele leben total versteckt. Nicht wie in meinem Film, dass wenigstens die Geschäftsleitung Bescheid weiß, sondern die scheinen sehr isoliert zu sein. Und da kennen vielleicht ein paar Freunde, wissen das, oder die Familie. Aber sonst weiß das niemand. Und ja, dann wird es natürlich schwierig mit einem Gruppenouting. Ja. Sie haben ja schon mehrere Filme gemacht, die sich auf die eine oder andere Art mit Homosexualität auseinandersetzen, auch mit Ihrer eigenen. War bei diesem Film so ein Moment dabei, wo Sie gedacht haben, so, oh, jetzt habe ich es hier aber schon nochmal mit einer anderen Kategorie auch an Diskriminierungen zu tun? Durchaus, ja. Also das ist zum ersten Mal, dass ich so bewusst ein wirklich gesellschaftliches Problem in Angriff genommen habe. Meine anderen Filme waren sehr, sehr viel persönlicher oder privater. Das war doch eine andere Herausforderung, weil ich muss ja auch diesem Thema irgendwie so gerecht werden, dass ich nicht einen Blödsinn erzähle, also irgendwas in eine Fantasie da mache, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und das war natürlich von der Recherchearbeit eher eine journalistische Geschichte, wie man da vorzugehen hat. Man muss wirklich mit sehr vielen Leuten reden, sehr viel recherchieren. Und das andere waren mehr so Recherchen in das eigene Innere. Das sind wirklich zwei verschiedene Geschichten. Ja. Trotzdem, also die Fußballspieler lässt es ja an der einen oder anderen Stelle doch sehr einsam zurück, mit was für einer gesellschaftlichen Ablehnung sie da konfrontiert sind. Kennen Sie das auch? Haben Sie noch so einen Wunsch an unsere Gesellschaft vielleicht, den Sie mit uns teilen wollen? Ja. Es wäre einfach schön, dass so ein Film gar nicht nötig wäre, sondern dass es so selbstverständlich war, dass sich gar niemand fragt, ja, wer mit wem ins Bett geht oder so. Ja, das wäre wirklich eine schöne Sache. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, viel Erfolg für morgen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich freue mich sehr, dass Sie diesen Film gemacht haben und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.